Jetzt das Radio PSR Sinnlos-Telefon. Die Kult-Comedy. Hier ist die Lakufa AG. Lacke und Farben, ja? Richtig, ja. Mein Name ist Billmann. Ja. Und ich hätte gerne mal die Abteilung Schmerzensgeld gesprochen bei Ihnen. Sie wollen Schmerzensgeld? Ja. Das gibt es bei uns nicht. Ihr seid ja schuld, ja. Wir hatten Schuld? Warum? Inwiefern? Na, ich habe einen Zaun gestrichen. Ja. Und meine Frau hatte sich einen grünen Zaun gewünscht. Ja. Und als ich fertig bin, sehe ich, das war die falsche Farbe. Ich habe den ganzen Zaun um unser Grundstück rum rosa gestrichen. Rosa? Und das rosa. Ist ja auch nicht schlecht, wa? Ja, kennen Sie meine Frau? Also, die ist nach Hause gekommen in dem Moment, wo ich das mal leer sehe. Ja. Der ganze Scheißzaun ist rosa und nicht grün. Ach du Scheiße. Hat sie sofort ausgeholt und mir voll mit dem Knie hoch. So schnell können Sie gar nicht gucken. Würze, natürlich. Ja. Und was steht denn drauf auf der Dose? Da haben Sie sich selber sicher vergriffen. Passen Sie auf, was Sie sagen. Also, da habe ich mich nicht vergriffen, sondern Sie haben die falsche Farbe ins falsche Regal gestellt. Nee, wenn Sie aus dem Regal im Baumarkt eine Farbe nehmen und Sie wollten eigentlich grüne haben. Und was soll man denn beim Farbenkauf jetzt noch alles beachten? Ja, na gut. Soll man vielleicht noch beachten, ob da na, vielleicht noch, also, das führt aber zu weit. Wenn Sie ins Kleiderregal gucken, dann gucken Sie da auch, ob Sie die richtige Größe genommen haben. Seit wann gibt es denn im Baumarkt Kleiderregale? Ich wollte meinen Zaun streichen grün, jetzt habe ich einen rosa gestrichen und ich bin nicht dafür verantwortlich, dass in dieser Dose rosa Farbe drin ist, sondern Sie. Nee, junger Mann, also da sehen wir aber ganz was verkehrt. Am Ende habe ich sie wohl reingefüllt, die Farbe in die Dosen oder was? Nicht und zu wissen Sie tun, was? Das war die Firma Lacke und Farben, muss ich Ihnen ja ganz ehrlich sagen. Da muss man sich auch nicht rausreden und auf dem Deckel, was da ein rosa Klecks draufsteht. Ja. Lassen Sie mich doch mal, wenn auf dem Deckel ein rosa Klecks ist, dann ist nun rosa. Lassen Sie mich doch mal ausreden, junge Frau. Ja, reden Sie. Ich war fertig. Und ich wollte dem. Jetzt sind doch alle gar keine Argumente. Ach, na hören Sie auf, was Sie mir da erzählen, aber ich bitte Sie, ja. Sie greifen eine Dose rosa Farbe und kaufen die und streichen die, dann ist das aber letztendlich nicht unser Problem. Ich hab doch ja nicht gesagt, ich wollte mich bedanken bei Ihnen, dass mein Zaun jetzt so schön rosa ist. Was legen Sie mir hier die Worte in den Mund, bloß weil ich aus dem Osten bin. Das hat nicht jeder. Hier ist Radio PSR, das Sinnlos Telefon. Glückwunsch. Danke, danke. Sinnlos Telefon, die Kult-Comedy bei Radio PSR.